Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Star Wars Video. Ich präsentiere euch meine Star Wars Vintage Kennersammlung und ich möchte in diesem Video mit den Cardbacks anfangen, also mit den Verpackungen der alten Figuren. Viel Spaß damit! Ja Leute, ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich mit euch zusammen meine Schatzkiste öffnen möchte, sprich eine Kiste, in der all meine Star Wars alten Vintage-Figuren aus der Kenner-Serie liegen, die ich damals als Kind hatte, die wir damals bekommen haben von unseren Eltern. Ja, die habe ich alle nicht weggeworfen, verschenkt, verkauft, wie es damals mit Masters of the Universe passiert ist, sondern die habe ich alle noch da. Die liegen unangetastet in einer Kiste und ich möchte jetzt so nach und nach meine Star Wars, meine Vintage-Sammlung euch präsentieren. Ja, bevor ich mit den Figuren anfange, dachte ich mir, fangen wir erstmal mit dem Drumherum an, denn ich habe auch noch die ganzen Cardbacks oder viele Cardbacks, besser gesagt, aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Ja, bei den Cardbacks ist es dasselbe wie bei den Masters of the Universe halt auch. Ja, die Figuren kamen auf einer Karte, auf einer Pappkarte mit einem Blister, wo die Figur drin war. Es war ein tolles Artwork auf der Karte. Hinten auf der Rückseite waren Figuren abgebildet, die es noch zusätzlich zu kaufen gab oder erhältlich waren. Ja, und das waren unterschiedliche Cardbacks, je nachdem welcher Film gerade draußen war, also ob es Star Wars 1977 war oder die Rückkehr der Jedi-Ritter 1983 zum Beispiel. Ja, und ich möchte mit der ersten Karte anfangen, die noch in meiner Sammlung ist. Wie gesagt, das sind alles Karten aus meiner Kindheit, die ich damals nicht alle selbst bekommen habe. Teilweise sind das die Karten von meinen Brüdern. Ja, und teilweise haben wir die Karten aufgehoben, teilweise haben wir sie weggeschmissen oder vielleicht die Figur sogar direkt ausgepackt bekommen von den Eltern. Ja, also wir haben nicht alle Karten aufgehoben. Wieso die eine ja, wieso die andere nein, kann ich nicht sagen. Ja, hier habe ich eine Karte, die noch aus der Kindheit, wie gesagt, beruht. Und zwar ist es eine Karte von den Sandleuten, von den Tusken Raidern. Ja, und zwar steht hier auch, ja, Sand People steht drauf. Es ist die Karte, ja, zu dem Original Star Wars Film von 77. Hier sehe ich auch das Star Wars Logo. Ich sehe hier Luke und Leia. Ich sehe hier die Sandleute oder eine Sandmann-Abbildung. Ja, es sind wieder Pappkarten. Ja, hier war der Blister drauf. Ja, und diese Karte haben wir uns aufgehoben. Und das Tolle daran ist, hier ist sogar noch ein Preissticker drauf. Ja, und wir haben hier einen Preis von Massa. Wer kennt Massa noch? Ja, wurde dann von Real gekauft und Real wurde jetzt von Kaufland geschluckt. Ja, und ich halte es mal nicht an, vielleicht seht ihr es. Die Figur hatte damals 5 Mark 20 gekostet. Also 5 D-Mark und 20 Pfennig. Ja, das ist total geil. Ja, das Cardback hier ist von 1978. Ja, und ich drehe die Karte mal um und da seht ihr, wie das halt hinten drauf ausgesehen hat. Hier sind die Figuren, die zu der damaligen Zeit auch rausgekommen sind, die erhältlich waren. Es handelt sich hier um die Figuren hier oben und auch kleinere Abbildungen unten und halt Playsets und Fahrzeuge hier unten. Und auch das, wenn ihr seht, hier, was ich auch schon mal im anderen Video erzählt habe, hier sieht man teilweise, dass man mit Kuli einfach diese Figuren durchgestrichen hat, sprich von wegen, ah, die Figur habe ich jetzt, kratz, 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 und ja, mit dem Kuli durchgestrichen, würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ja, aber ich finde es geil, dass wir die Karte noch haben. Es ist eine Kennerkarte, da komme ich gleich auch nochmal drauf, da gab es auch verschiedene. Ja, und das ist die erste Karte oder die älteste Karte, die ich in meiner Sammlung habe. Weiter geht es, das war auch die einzige Star Wars, also Krieg der Sterne Karte. Weiter geht es mit den Karten zu, das Imperium schlägt zurück. Ja, hier ist die erste und hier haben wir den Imperial Commander auf Karte. Wie gesagt, hier das Star Wars Logo mit dem Imperium schlägt zurück Schriftzug innen in dem, mit dem roten. Ja, das heißt, es ist zum zweiten Teil 1980 rausgekommen. Der zweite Teil ist 1980 rausgekommen. Die Karte ist von 1982, sehe ich auf der Rückseite. Und hier seht ihr zum Beispiel, hier ist, ich halte nochmal den Sandmann hoch, ja, hier ist das Kenner-Logo drauf, hier ist kein Kenner-Logo drauf. Ja, wenn ich die Karte jetzt umdrehe, sehe ich auch auf der Rückseite kein Kenner-Logo. Ich sehe halt auch, das Artwork ist ein bisschen anders. Hier sehe ich die Figuren jetzt lose abgebildet, halt in diesem gelben Hintergrund, was eigentlich typisch ist für diese Star Wars-Karten. Ja, und unten drunter steht 45 Actionfiguren oder Aktionsfiguren zum Sammeln und Spielen mit Star Wars Raumfahrzeugen, bla 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 bla. Und hier steht noch General Mills, deutsche Zweigniederlassung, Postfach XXXX in Rottgau. Ja, also in Hessen, ja, General Mills Karte.
Ja, ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wo diese Karten alle herkommen. Ich gehe davon aus, wir haben die meisten Figuren im Massa geholt, im Massa damals gekauft oder geschenkt bekommen. Ja, das heißt, Massa hatte anscheinend nicht nur die Kennerkarten, sondern auch die General Mills Karten. Und das deckt sich jetzt hier mit der nächsten Karte, die ich habe, denn ich habe hier aus das Imperium schlägt zurück Lando Calrissian. Auch wieder kein Kennerlogo drauf, auch wieder hier ein ja, Preissticker von Massa und hier haben wir ebenfalls 5 Mark 20 draufstehen. Ja, Lando Calrissian, schönes Bild aus dem Film Das Imperium schlägt zurück aus der Wolkenstadt Bespin. Und auf der Rückseite auch wiederum ja, die Figuren, das gleiche wie bei dem Imperial Commander abgebildet. Und auch hier sieht man, da haben wir die Figuren nicht durchgekreuzt, aber halt die Figuren sind nummeriert gewesen und dann habe ich an den Nummern, die Nummern habe ich durchgekreuzt oder haben wir durchgekreuzt damals. Ansonsten die Karten haben, wie gesagt, auch von 82, ja, die Karten haben die Jahrzehnte sehr gut überstanden, sind total toll, sind keine Knicke drin. Wir haben sogar teilweise, nicht immer, das werdet ihr sehen, versucht anscheinend die Figuren relativ sorgfältig oder den Blister relativ sorgfältig von der Karte zu lösen. Ja, macht sich jetzt bezahlt. Ich finde es total toll, dass wir diese Karten noch haben. Ja, krasser Gegenzug zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir halt mit den Karten vorsichtig umgegangen sind, ist die nächste Karte, die ich habe. Und zwar haben wir hier eine Luke Skywalker im Hood oder Hoss Outfit, Hoss Battle Gear. Ja, aus dem Imperium schlägt zurück auf dem Eisplaneten Hoth. Und die Karte, ich weiß es nicht warum, haben wir halt abgeschnitten. Ja, wir haben oben das abgeschnitten, wir haben die seitlich abgeschnitten. Ich weiß nicht, was das bezweckt hat oder bezwecken sollte. Auch der Hintergrund deckt sich damit nicht. Ich weiß nicht, wieso wir hier, wie gesagt, irgendwas ausgeschnitten haben, so wie es jetzt aussieht. Keine Ahnung. Ansonsten, das Bild ist sehr schön. Ginge normalerweise noch ein Stückchen weiter. Luke auf dem Tauntaun aus, ja, das Imperium schlägt zurück. Und wie gesagt, auch diese Karte, obwohl sie so ein bisschen verhunzt ist, bleibt natürlich in der Sammlung. Weiter geht es. Das Imperium schlägt zurück, Karten, wieder dasselbe. Halt auch bei dem Imperium schlägt zurück, sehe ich gerade, das sind alles keine Kennerkarten irgendwie. Das ist die nächste hier ohne das Kennerlogo. Ja, Imperium schlägt zurück und wir haben hier den Bespin Security Guard von der Wolkenstadt Bespin von Lando Calrissian. Ja, habe ich hier den guten. Da gab es zwei verschiedene. Ja, es gab den farbigen und es gab einen ja, weißen Security Guard. Wir hatten nur diesen einen hier. Der andere hatte gefehlt oder den haben wir nicht bekommen. Das weiß ich, der dürfte auch nicht in meiner Kiste drin sein. Und auch hier die Rückseite wieder identisch mit den vorherigen. Ja, auch hier haben wir wieder die Kreuzchen bei den Nummern gesetzt. Wieso auch immer, wie gesagt halt, ja. Wieso auf jeder Karte aufs Neue. So, dann haben wir hier den Imperial Stormtrooper. Ja, also die Sturmtruppen, die halt in die Station von den Rebellen eingefallen sind am Anfang von das Imperium schlägt zurück. Auch eine wunderschöne, tolle Karte von der Figur, von dem Sturmtrupper. Ja, und es heißt hier Imperial Stormtrooper im Hoth Battle Gear. Ja, also im Kampfanzug. Und auch hier haben wir es wieder anders da gemacht. Die Rückseite auch wieder identisch zu den anderen, aber hier haben wir wieder mal gedacht, wir kreuzen die Figuren durch. Also wir haben jede Karte irgendwie bearbeitet, wir hatten Spaß daran. Das war damals als Kinder so, finde ich total toll. Ja, wie gesagt, dass wir diese Karten überhaupt noch haben. Die nächste Karte ist Han Solo, auch im Hoth Outfit. Ja, also das war eine ganze Reihe von Figuren, die mit Schneeanzügen rausgekommen sind. Imperium schlägt zurück 1982, die Figur auch wiederum. Ja, Han Solo auch hier auf dem Tauntaun, ähnlich wie Luke. Die Han Solo-Karte haben wir nicht beschnitten, wie die Luke-Karte. Die ist gleich geblieben, die ist so geblieben. Ja, auch wieder die Rückseite, auch wieder identisch wie die anderen auch. Hier haben wir auch wieder kleine Kreuzchen bei den Zahlen gemacht. Und auch der Massa 5 Mark 20 Aufkleber ist wieder drauf. Ich finde es einfach total toll. Ja, Leute. Und das war es an für sich schon von den Star Wars und Imperium schlägt zurück Karten. Wie gesagt, wir hatten noch viel mehr Figuren aus diesen beiden ersten Filmen. Ja, aber wir haben anscheinend halt auch damals am Anfang die Karten nicht wirklich großartig aufgehoben. Ja, das hat erst angefangen mit die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das war so 83 bzw. 85 rum. Ja, 83 kam der Film. Und da bin ich so ein bisschen mit reingekommen, ja, in das Sammeln. Ja, vorher haben meine Brüder immer die Figuren gehabt. Ja, ich bin 78 geboren. Ja, das heißt, so mit 7 so rum habe ich dann angefangen. Mit 5 bis 7 habe ich dann die ersten Figuren schon bekommen, meine ich. Ja, und ich habe die Figuren auch aufgehoben. Und ich weiß, diese Figur war meine Figur.
Ja, und ich habe hier den Bossk, den Bounty Hunter. Ja, die Karte des Bossk hier oben ist das Teil eingerissen, der Aufhänger ist durchgestrichen, aber ist durchgerissen, aber es ist eine sogenannte Trilogo-Karte und die sind wohl auch noch mal besonders, wenn ich das richtig verstanden habe. Es steht auch kein Kenner drauf. Ja, es ist auf der Rückseite, zeige ich euch gerade mal, sind natürlich schon mehrere Figuren abgebildet und hier unten steht auch Palitoy drauf. Ja, Palitoy, glaube ich, sind die Figuren in den UK, meine ich, rausgekommen unter einem Palitoy-Logo. Wenn ich das richtig ja, recherchiert habe, wenn es falsch sein sollte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall hier eine Trilogo-Karte, das heißt die Rückkehr der Jedi-Ritter-Schriftzug in drei verschiedenen Sprachen. Ja, das heißt, wir haben Star Wars Return of the Jedi, wir haben Star Wars El Retorno del Jedi und wir haben La Guerre de l'Étoile, keine Ahnung, Le Retour de Jedi. Ja, also irgendwie was Französisches ist auch noch mit dabei. Und ja, wie ihr seht, das Bild ist Bossk. Bossk sieht hier aus, wie er also auf dem Sternzerstörer steht. Und Bossk, wenn ihr natürlich Fachleute seid, wisst ihr, Bossk kam nur in Das Imperium schlägt zurück vor. Es ist aber eine Return of the Jedi, also die Rückkehr der Jedi-Ritterkarte. Das liegt daran, dass die Figuren, die später, oder die Figuren, die früher rausgekommen sind, ja, zu dem Imperium schlägt zurück, etc., ja, wurden dann halt, wenn der nächste Film rausgekommen ist, halt auf der Karte des neuen Films rausgebracht. Das heißt, die Imperium schlägt zurück-Karten wurden quasi eingestellt. Auch das, hoffe ich, ist korrekt erzählt. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und die Figuren wurden dann halt. Für die Figuren wurden dann halt ein einheitliches Logo gemacht. Das heißt, die Figuren wurden alle nochmal dann halt auf der Rückkehr der Jedi-Ritterkarte rausgebracht. Und hier halt, wie gesagt, hat es Bossk erwischt. Also normalerweise, wenn man den halt zum Imperium schlägt zurück gekauft hätte, dann hätte man den wahrscheinlich auf einer Empire Strikes Back-Karte gehabt. Das heißt, die Figur haben wir ein bisschen später bekommen, wie die Rückkehr der Jedi-Ritter schon draußen war. Und deswegen ist er auf einer Return of the Jedi-Karte. Ja, hier haben wir das nächste Zeitzeugnis. Das sind jetzt alles Tri-Logo-Karten, also mit den drei Logos. Wir haben hier den B-Wing-Pilot, das war auch meiner, das weiß ich noch. Hier sieht man halt auch den B-Wing. Das Fahrzeug habe ich ja nie gehabt. Ja, wollte ich immer haben. Ich habe den Piloten gehabt, habe das Fahrzeug aber nicht bekommen. Das habe ich ja jetzt in der Sammlung, wenn ihr meine Videos kennt. Wenn nicht, ich blende euch das Video hier nochmal ein, wo ich euch das Gerät, sage ich schon, das Fahrzeug vorstelle. Ja, und Rückkehr der Jedi-Ritter. Und damals war es auch schon so. Ich habe hier den Massa-Aufkleber ein bisschen abgewetzt, aber man sieht 7 Euro, 7 Euro, ja, 7 D-Mark 50. Das heißt, die Figur ist schon mal 2 Mark 50 oder 7 Euro 50. Ja, 2 Mark 30 ist es dann teurer geworden, ja, zu den vorherigen. Ja, das heißt, damals wurden auch die Figuren halt schon teurer. Dann habe ich hier auch wieder eine Figur, auch wieder meine Karte. Ja, also meine Figur, wieder eine Trilogo-Karte. Die haben wir Barada. Das ist eine von den letzten 17 Figuren, meine ich, die rausgekommen ist. Und dieser Barada ist auch heute schon ein bisschen mehr Geld wert. Fragt mich nicht warum. Ja, ich habe den damals halt bekommen und es war für mich eine 0815, also eine Standardfigur wie jede andere auch. Auch wieder einer, das ist diesmal einer, der halt auch in die Rückkehr der Jedi-Ritter mitgespielt hat oder den man halt wie viele Monsterkreaturen halt ganz flüchtig, wenn überhaupt gesehen hat, an der Anfangssequenz in Jabbas Palast. Ja, hier sehen wir ihn, wie er halt auf Tatooine im Sand steht. Ja, und die Rückseite, ja, habe ich ganz akribisch alles durchgestrichen, was ich schon hatte. Und das war einiges. Ja, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ja, ob ihr sagt, das ist halt irgendwie ein Verlust für diese Karte, wenn ich da hinten so drauf rumgekritzelt habe. Oder ob es halt einfach, ja, ein Zeitzeugnis ist. Ja, und das ist es für mich halt einfach. Die nächste Karte, ein AT-AT-Commander-Karte. Ja, auch hier wieder Trilogo, Rückkehr der Jedi-Ritter, Teil 3, wie gesagt. Ja, aber ein Bild aus Das Imperium schlägt zurück, aus dem zweiten Teil, ja, liegt daran, dass dieser AT-AT-Commander halt zum Imperium schlägt zurück rausgekommen ist, aber weiterhin später noch erhältlich war. Und dann haben sie halt auch die Karte auf die Rückkehr der Jedi-Ritter umgestellt. Und auch hier wieder die Rückseite, wenn ihr das seht, alles wieder wie gehabt. Gehen wir wieder zurück in Jabbas Palast. Ja, hier habe ich eine Karte von Nikto. Ja, auch hier
Wie gesagt, wiederum Trilogo, die Figur oder der Charakter läuft hier im Sand gerade. Das sind, ich weiß nicht, diese Szenen gibt es in den Filmen, meine ich nicht. Ja, die Figuren, es wurde vielleicht zwischen den Drehszenen einfach das Kostüm angezogen und geknipst und dann hat man geguckt, halt, welches Bild kann man denn auf die Karte packen. Ja, ist vielleicht interessant mal rauszukriegen, wo diese Bilder denn herkommen. Wenn ihr das wisst, auch das schreibt doch mal in die Kommentare. Ansonsten hier hinten auch wieder dasselbe. Ja, die Figuren abgebildet, durchgestrichen und für gut befunden. Die nächste Karte ist der AT-ST-Driver. Ja, also quasi der 2, wie haben wir es früher genannt? Ja, der 2-Geher, Zweikampfgeher, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, aber hier passt es wieder, eine Rückkehr der Jedi, Trilogo-Karte und ein Bild von dem Waldmond Endor, ja, beim Kampf mit den Ewoks und den Rebellen. Ja, das passt wiederum hinten, ein kleiner Abriss hier mittendurch. Ansonsten halt, wie gesagt, auch die Karte wieder in einem super schönen Zustand. Ja, Leute, wir sind noch nicht am Ende mit den Trilogo-Karten. Hier haben wir Lando Calrissians Mitstreiter bei dem Kampf oder bei dem Flug auf den Todesstern, auf den halbfertigen Todesstern in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wir haben hier Ninump, ja, der Co-Pilot von Lando Calrissian. Hier auch ein Bild, meine ich, das müsste ja wahrscheinlich aus dem rasenden Falken sein, denke ich mal. Ja, auch hier wieder die Rückseite, alles General Mills oder ne, Palitoy-Karten. Ja, überall fehlt hier das Kenner-Logo. Die nächste Karte ist wieder eine Karte, wo ich nicht weiß, was uns geritten hat. Hier haben wir den, es müsste der Rebel Commander sein, glaube ich, heißt er. Ja, das ist quasi die Rebelleinheit, die auf Endor landet, ja, in dem Soldatenoutfit. Auch da haben wir die Karte nicht gerade sehr fachmännisch oben gekürzt, ja, diesmal an der Seite nicht, sondern nur oben. Ja, auch hier erschließt sich's mir nicht, warum, weil hier hinten, das macht auch keinen Sinn, wieso wir da den Schnitt gemacht haben. Ja, aber die Karte ist in der Sammlung geblieben und das bleibt sie auch weiterhin. Genauso wie die nächste. Und jetzt kommen wir zu, ja, einer normalen, ich sag jetzt mal normalen, Rückkehr der Jedi, Return of the Jedi Karte. Jetzt seht ihr hier, es gibt keine Trilogos mehr, sondern hier haben wir nur noch das englische Return of the Jedi stehen. Und wir haben Klaatu und damit ist es dann auch wieder das Kenner-Logo drauf. Das heißt, eine Kennerkarte. Ja. Ist sogar noch unpunched. Keine Ahnung. Bei Massa haben die eigentlich immer alle im Regal gehangen, wo die dann her ist. Aber ich weiß auch, den habe ich bekommen. Das war meiner. Ja. Und die Rückseite halt auch wieder die Figuren abgebildet. Sieht ein bisschen jetzt hier unten anders aus. Hier haben wir nochmal ein paar klassische Rückkehr der Jedi-Ritter-Spielzeuge. Wir haben hier den Rancor, wir haben hier die Ewok-Katapulte, den Combat-Glider, also quasi wie diese kleine Fledermaus, die sich der Ewok dann rumgleitet. Und wir haben die Max Zeiss-Noddles und Max Rebo-Band, die in Jabbas Palast gespielt hat. Ja, auch das nochmal hier, Leute, wenn man die Karte bekommen hat, die Kinder große Augen und oh, ich möchte gern das, ich möchte gern das. Ich habe davon damals nichts bekommen. Wie gesagt, wir hatten nur die Figuren, aber finde ich gar nicht schade. So, jetzt gibt es wieder was Spezielles. Eine Rückkehr der Jedi-Ritterkarte mit IG-88, also ähnlich wie bei Bosk, IG-88, Kopfgeldjäger, der in das Imperium schlägt zurück, ja, aufgetreten ist, aber auf einer Rückkehr der Jedi-Ritterkarte. Mit einem Preissticker vom Massa von 3,95 Mark. Das heißt, die ist anscheinend runtergegangen im Preis. Vielleicht war das schon damals, wie die Figuren halt rausgeflogen sind aus dem Sortiment. Ja, und hier hinten habe ich mir ganze Mühe gegeben, um zu kennzeichnen, welche Figuren ich habe und welche nicht. Ich habe einfach mit einem Edding unten Striche gemacht. Ja, sehr schön, sehr schön. So, dann die nächste. Jetzt wird es noch besser. Wir haben hier Han Solo in Trenchcoat. Ja, also auch von Endor. Ja, wie Han Solo mit den Rebellen den Endor-Stützpunkt einnimmt. Ja, auch wieder eine Rückkehr der Jedi-Ritterkarte, auch wieder Kenner. Hier oben die Lasche wieder ausgebrochen. Aber besonderes Augenmerk gilt auf die Rückseite. Hier habe ich dich mal allerhand angelegt. Ja, ich habe mit dem Edding gearbeitet, ich habe mit dem Kuli gearbeitet, ich habe sie durchgekreuzt, durchgeixt, ich habe sie durchgemalt. Ja, so war ich damals. Jetzt kommt eine Karte, da gibt es eine kleine Geschichte zu. Hier haben wir den Gamorrean Guard, also die schweinsgesichtigen Wachen von Jabbas Palast auf der Rückkehr der Jedi-Ritter-Kennerkarte. Ja, und wenn ihr hier seht, hier ist ein, hier hat jemand angefangen zu schreiben, Frank, beziehungsweise Frack. Das sollte Frank sein. Kleine Anekdote dazu. Ich habe mit einem
Schulfreund damals mit einem Klassenkamerad bei mir im Zimmer gesessen. Die Karten haben auf dem Boden gelegen, das weiß ich noch. Ja, und wir haben gespielt, wir haben geredet. Und auf einmal sehe ich, wie er auf der Karte anfängt zu schreiben. Ja, ich sehe das, wie er gerade hier so ist. Ja, und dachte mir, hier, du Spinner, was machst du denn da? Du kannst doch nicht auf den Karten rummalen. Habe ihm die Karte weggezogen und dadurch kommt der Kulli-Strich hier. Das heißt, ich habe mich total aufgeregt, dass er diese Karte bemalt hat, weil ich die Karten natürlich so haben wollte, wie sie. Ich wollte nicht, dass einer drauf rumkritzelt, ja. Ich war schon früher so, abgesehen davon, dass ich hier hinten wieder Kreuzchen gemacht habe etc., wollte ich anscheinend, dass die Front immer sehr schön ist und das hat es so ein bisschen verhunzt, aber mittlerweile auch wiederum ein Zeitzeugnis und ohne das hätte ich halt diese Geschichte jetzt nicht erzählen können. Wer weiß, ja. Dann haben wir einen, der auch nicht fehlen darf. Wir haben den Emperor oder den Imperator, ja, auch wieder auf der Standard-Kennerkarte, Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Kenner-Logo sieht man jetzt nicht, weil hier der Abriss ist. Ja, und man sieht, hier ist das Standardteil auf der Backkarte, wo nun mal die Karte sitzt. Aber der Blister war wesentlich größer, weil die Figur ein bisschen breiter und schwerer war, könnte ich mir vorstellen. Ja. Rückseite auch wiederum hier rum, wild rumgekritzelt. Ja, ansonsten kennt man die ja schon. Natürlich darf auch die Karte von einer Figur nicht fehlen, die jeder halt als Fanliebling sieht. Wir haben hier Boba Fett auf der Rückkehr der Jedi-Ritterkarte. Ja, von Boba Fett gab es ja zwei verschiedene Karten. Das ist die spätere, wo man halt ein Bild genommen hat aus dem Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter, aus dem Kampf mit Luke, ja, auf dem Desert Sales Gif, wo es so langsam mit Jabba zu Ende geht. Ja, auch hier eine Kennerkarte, Rückkehr der Jedi-Ritter, ein Preissticker von 7,50 Mark jetzt wieder als Beispiel. Also die Preise haben wirklich variiert anscheinend und hinten wieder die Kreuzchen gemacht. Die weitere Karte, jetzt gibt es eine. Wieder eine Besonderheit, eine Rückkehr der Jedi-Ritterkarte, eine Einzelkarte. Ja, muss ich gerade nochmal gucken, er sieht gleich aus. Eine Einzelkarte, aber unten wieder kein Kenner-Logo, ja, sondern wir haben hier wieder, jetzt kann man auf der Rückseite gucken, was haben wir hier? Das ist wieder eine Palitoy-Karte, müsste das sein. Ja, aus die Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Rückseite sieht wieder anders aus. Ich habe hier unten jetzt nicht mehr irgendwie Hinweise auf größere Fahrzeuge oder Playsets, sondern hier steht ein Special-Offer. Chewbacca Bandoliers Trap. Ja, da gab es halt so ein Teil, wo du, dass du dir umhängen konntest, wo du halt Figuren reinklicken konntest. Das ist halt ausgesehen, wie das Teil, was Chewbacca umhängen hat. Wie gesagt, ich wüsste nicht, dass wir die Karten irgendwo anders da außerhalb von Deutschland bezogen haben oder die Figuren bekommen haben. Deswegen wundert es mich so ein bisschen. Das scheint ja eine englische Karte zu sein. Ob die halt wirklich bei uns hier querbeet gehongen haben. Also ob es auch in den deutschen Geschäften halt verschiedene andere Figuren oder Kartenvarianten gegeben hat. Wie gesagt, all das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Weiter geht es mit dem AT-AT Driver. Wir hatten ja schon den AT-AT Commander. Hier ist der AT-AT Driver, der in dem Riesengeher, so haben wir ihn früher immer genannt, drin sitzt und den steuert. Rückkehr der Jedi-Ritterkarte, kein Kenner, sondern dasselbe wie auf der vorherigen. Ja, eine Palitoy-Karte. Dann die nächste Karte und weiter geht's mit dem Palitoy. Ich habe es anscheinend so ein bisschen sortiert. Oder auch, es ist einfach nur Zufall, eine Rückkehr der Jedi-Ritterkarte, kein Kenner. Wir haben hier Squidhead, ja, aus Jabbas Palast, auch wieder eine Figur. Es gab da sehr viele Kreaturen, wie gesagt, die man halt nur mal kurz gesehen hat. Die sind dann plötzlich halt als Figur rausgekommen. Finde ich sehr spannend eigentlich. Ja. Auf der anderen Seite, ja, also es zeugt von Kreativität, von Kenner, was sie alles rausbringen können. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, oder denke ich mir heutzutage, naja, das war halt irgendwie... Ja, wir haben halt versucht, halt so viel wie möglich Geld rauszuholen, die Kuh zu melken und jede Figur halt rauszubringen, die man auch nur irgendwie im Schattendasein gesehen hat. Anders halt als die hier wieder, unpunched. Wir haben hier Prinzessin Leia Organa Bush Disguise. Ja, also eine Figur, wo Leia halt Jabbas Palast quasi infiltriert hat in dem Bush-Outfit, ja, und Han Solo aus dem Carbonit befreit hat. Ebenfalls eine Palitoy-Karte. Und hier die Rückseite. Dann geht es wieder weiter mit einer Kennerkarte. Auch wieder eine Standard Return of the Jedi, aber Kenner. Und wir haben hier Pruneface. Und da könnt ihr mir mal reinschreiben, wo ihr den in dem Film gesehen habt, in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, also ich wüsste es nicht, aber es ist ein Bild. Sieht aus wie aus dem Film. Aber vielleicht ist es halt auch einfach nur irgendwie gut gemacht. Ja, also ich wüsste nicht, dass ich den im Film gesehen habe, den Pruneface. Auf jeden Fall habe ich ihn als Figur gehabt und habe mich drüber gefreut und freue mich jetzt immer noch, weil ich habe ihn immer noch. Ja, genauso wen ich auch immer noch habe, ist Lockray, der Ewok Medicine Man, ja, der Medizinmann der Ewoks.
Ja, auch der ist noch weiterhin in meiner Sammlung, inklusive der Backkarte von Rückkehr der Jedi-Ritter mit dem Kenner-Logo und dem üblichen, ja, und der üblichen Backseite. Weiter geht es mit Return of the Jedi und Klaatu. Und Klaatu im Skiff-Guard-Outfit. Also er hat sich umgezogen dafür, um der Exekutierung von Luke und Han und so weiter im Sarlacc zuzuschauen. Ja, deswegen gibt es den Klaatu sogar einmal in dem Skiff-Guard-Outfit, einmal in dem Standard-Outfit. Ja, finde ich total toll, ja, dass er sich extra nochmal umgezogen hat dafür. Ich habe beide Figuren gehabt, ja. Hier Rückseite, hier vorne sieht man nochmal einen Preissticker, auch wieder grün, also auch wieder Massa. Ich sehe nur noch das Ende 95. Ja, also es waren wahrscheinlich auch 3,95 Mark oder 5,95 Mark, so um den Dreh rum. Eine weitere Figur aus Jabbas Palast ist Bib Fortuna natürlich, der darf auch nicht fehlen. Auch der ist wieder auf einer wunderschönen Karte. Ja, und was mir hier aufgefallen ist, die Bib Fortuna Figur hat hier einen grauen Mantel. Und wenn ihr euch hier die Rückseite mal anguckt, wo ist er? Da ist er. Ja, seht ihr das? Hier auf diesem Bild hat er einen roten Mantel. Ja, ich bin da jetzt nicht so tief drin, wie gesagt, ob es den vielleicht in einem anderen Land mit einem roten Mantel gab oder ob das vielleicht so eine Chase-Figur war. Ja, schreibt es nochmal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich kenne ihn nur mit dem grauen Mantel, wie ich ihn bei mir in der Sammlung habe. Die nächste Figur. Ja, ist, oder die nächste Karte einer Figur, ist Luke Skywalker Return of the Jedi im Jedi Knight Outfit. Also auch in dem Outfit, in dem er Jabbas Palast reinkommt. Ja, auch meine Figur gewesen, damals weiß ich noch. Rückkehr der Jedi-Ritter, Kenner und Preissticker vom Massa von 3,95 Mark drauf. Finde ich total toll und auch dieses Bild finde ich total toll. Ja, ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt auch gerade gar nicht, ob dieses Bild im Film vorkommt. Auch das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich müsste sonst mal wieder zu der Stelle vorspulen. Ich wüsste nicht, dass er den Blaster da mal irgendwo in der Hand hat und irgendwo auf Jabba oder wen hält. Dann haben wir hier wieder eine Jawa-Karte, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, aber Jawa wahrscheinlich eher eine Figur aus dem ursprünglichen Star Wars-Film von 1977. Aber halt, wie gesagt, auf eine Rückkehr der Jedi-Ritter-Karte, wobei die Jawas hier auch in Jabbas Palast rumgelaufen sind. Kenner-Logo und hier unten ganz besonders schön, ja, hier gibt es eine Offer. Ja, und zwar bekommt man den Imperator, wenn man 5 Proofs of Purchase einschickt. Das ging aber, glaube ich, nur in den USA. Und dazu musste man hier hinten dieses kleine Teil ausschneiden, davon 5 Stück sammeln, von 5 Karten, dahin schicken und dann hat man halt hier den Imperator zugeschickt bekommen. Ja, ich glaube, das gab es in Deutschland gar nicht. So, dann wieder eine Rückkehr der Jedi-Ritterkarte, aber eine Figur, die nur in das Imperium-Stück zurück vorgekommen ist. Und zwar haben wir hier den Cloud-Car-Pilot. Ja, also den Pilot von der Wolkenstadt Bespin, von diesem Doppelflieger. Ja, auf einer, wie gesagt, das ist auch wieder jetzt eine, was ist es für eine Karte? Eine Palitoy-Karte. Ja, also auch wieder kein Kenner-Logo, genau. Und deswegen sieht die Rückseite auch wieder sehr Palitoy-mäßig aus. Weiter geht es mit einer Sturmtrupper-Karte. Natürlich, der klassische Sturmtrupper darf auch nicht fehlen. Ich glaube, den gab es auch auf allen Kartenvarianten. Ja, also Star Wars, Imperium schlägt zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, und hier haben wir einen bekommen. Wir haben den Sturmtrupper anscheinend relativ spät bekommen. Ja, wir haben auch nur einen gehabt, meine ich. Ja, und dann auf der Rückkehr der Jedi-Ritter-Karte. Und hier auch die Rückseite wieder alles Mögliche durchgestrichen. Die nächste Rückkehr der Jedi-Ritter-Karte, ihr seht, es sind sehr viele Rückkehr der Jedi-Ritter-Karten. Das heißt, wir haben da erst so richtig angefangen, irgendwie die Karten zu sammeln. General oder General Madine, ja, der den Angriff auf den Todesstern quasi vorbereitet hat mit Mon Mothma, ja, in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, auch ein schönes, tolles Bild. Auch wieder diese Karte oder der Blister wieder sauber runtergetrennt, finde ich, für damalige Verhältnisse. Ja, und die klassische Rückseite. Dann haben wir hier nochmal Luke Skywalker, Bespin, Fetchy Goose, ja, keine Ahnung. Die Karte ist geknickt, ja, das ist eine der wenigen Karten, bis auf die beschnittenen halt, die sind auch nicht so schön, aber der wenigen Karten, die nicht so schön aussieht. Luke in dem, auf dem, mit dem Bild oder diese Figur ist von Das Imperium schlägt zurück, vom zweiten Teil. Ja, wie gesagt, auch auf der Rückkehr der Jedi-Ritterkarte. Schönes Bild, wie ich finde. Da guckt der Luke so ein bisschen um die Ecke. Ja, Kennerkarte und die Rückseite. Hier oben ist ein Aufkleber, aber da ist alles verblasst. Da sehe ich nicht mehr, was da drauf gestanden hat. Das ist einfach nur noch weiß. Und
Wir haben ja noch den guten Imperial TIE Fighter Pilot, ja, also den Piloten, der in den TIE Fightern sitzt, ja, die den Rebellen so schwer zu schaffen machen. Hier ist auch ein bisschen halt die Karte ja, dass das Teil beim Abziehen ein bisschen die Karte mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Man sieht aber noch, es ist eine Kennerkarte, Rückkehr der Jedi-Ritterkarte und der Preissticker ist auch nicht mehr richtig zu sehen. Und hier haben wir noch die Rückseite der Karte. Ja, finde ich wahnsinnig, finde ich total klasse. Ja, Leute, das waren meine Karten aus der Kindheit. Also alles diese Karten, die wir damals aufgehoben haben, es sind keine irgendwie über die Jahre noch dazugekommen. Das waren wirklich die Karten, die wir hatten. Ja, mehr gab es nicht. Ja, der Rest wurde, wie gesagt, wahrscheinlich beim Öffnen der Figur. Die Verpackung wurde ja damals, ja, eigentlich war es halt so, ja, wurde alles weggeschmissen, wurde alles weggefeuert. Ja, irgendwann sind wir dazu übergegangen, diese Karten halt vermehrt zu sammeln. Und das finde ich auch wahnsinnig toll, ja, dass wir das gemacht haben, dass ich nicht nur die Figuren habe, sondern auch die Karten und dazu auch eine Geschichte habe. Ja. Schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr, was haltet ihr davon? Ja? Sammelt ihr auch diese Backkarten oder habt ihr die noch in eurer Sammlung oder sagt ihr, nee, die Figuren reichen mir? Ja, zu den Figuren komme ich in dem nächsten Video. Da gibt es den zweiten Teil meiner Star Wars Kenner Vintage Collection. Da befasse ich mich jetzt wirklich mit den Figuren, die in meiner Kiste sind. Und ich kann euch versprechen, Leute, es sind wesentlich mehr Figuren, weil ich damals noch nach dem Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter noch hier und da von meinen Freunden welche getauscht, abgekauft habe, etc. Ja, das sind einige mehr Figuren, wie ich jetzt Cardbacks habe. Ja, also Leute, seid gespannt. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert das Video. Ich kommentiere jeden Kommentar zurück. Und ihr dürft das Video auch gerne teilen, das erhöht nochmal meine Reichweite. Und ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, und euch das Video gefallen hat, dann klickt doch auf das Abo-Button, auf den Abo-Button, aktiviert das Glöckchen und verpasst somit kein weiteres Video mehr von mir. Leute, das soll es gewesen sein. Möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Raune.